Hallo Leute und herzlich willkommen endlich wieder zu einem neuen Video. Sun is shining on me. All praise the Most High. Diesmal beginnt die Reise schon einen Tag vorm Abflug. Heute ist der 17. Dezember und wir geben schon die Koffer ab, weil morgen geht es einfach nach Los Angeles. Los geht's, lauf durch die Bank mit dem Racks in der Hand, doch ich bin kein Bankkaufmann. Selfmade rich, ich geb dir keine Hand und wenn brauch ich Sakrotan. Moe Rosé, Medical Weed, Bro, das ist... Koffer sind jetzt abgegeben. Wir fliegen morgen nicht direkt nach LA. Es geht zuerst der erste Flug 1,5 Stunden nach Frankfurt und dann von Frankfurt nach LA. Und unsere Reiseziele ebenfalls auf der Reise sind dann noch Hawaii über Weihnachten und am Ende noch kurz nach San Francisco. Viel Spaß einmal mit dem ersten Vlog. Wir sehen uns morgen in der Früh um 6 Uhr, wenn wir wieder hier am Flughafen sind. So, da sind wir wieder. 6 Uhr in der Früh, 18.12. Jetzt geht die Reise richtig los. Aber zuerst mal frühstücken. So, wir haben es geschafft, Boarding auch gemacht. Wir sind jetzt gelaufen, locker 2 Kilometer waren das locker, oder? Also, ich dachte, wie schön nicht, aber ist sich alles perfekt ausgegangen. Jetzt einmal ins Flugzeug. Die Sitze haben wir einfach. Junge, das ist Economy Premium, bitte schaut euch diese Plätze an. Mit Polsterdecke. Eigenen Bildschirm. Da hast du schon was zum Trinken. Und wie viel Beinfreiheit man hat. Oh mein Gott. Was durch die? Jemand geht durch die Toilette. Es hat schon begonnen, Orangensaft mit. Was ist mit Minze, gell? Einfach urviele Filme. Ja, das ist das Geilste, was ich je erlebt habe, glaube ich. So, das gibt's zum Essen. Kartoffelsalat, Rindsroulade. Boah, Cheesecake auch noch am Abendessen sogar. So, wir fliegen jetzt gleich los. Mama hat schon Bullet Train. Und wir fliegen über den Norden dann. Keine Ahnung, warum jetzt Afrika gezeigt wird. Also die Rindsroulade kriegt eine stabile 7 von mir. Echt gut für Flugzeugessen. Kommen jetzt noch zur Nachspeise. So Grieß. Die Mama meint, es ist eher wie Milchpudding. Und ich habe auch gerade gesagt, ich könnte den ganzen Tag hier sitzen. Es ist so geil. Ich muss auch den Film zu Ende schauen. Und wir haben noch 9,5 Stunden bis zum Zielort. Let's go! Ich würde sagen, das ist eine 9. So, Freunde, noch 3,5 Stunden. Ich habe 1 Stunde geschlafen, 2 Filme geschaut. Mama hat schon 4 Filme durch. Und jetzt kommt dann noch Abendessen. Schauen wir mal, ob das auch so gut ist. Wir glauben eher nicht, weil es so Teigtaschen sein werden, aber es gibt Cheesecake. Überbackene Teigtasche, Cheesecake und Semmel wieder. Wieder positiv überrascht. Teigtaschen probiert, daheim hätte ich es nicht gegessen. Cheesecake war auch gut, Brötchen auch wieder. All in all würde ich 8 von 10 geben, also ich bin beeindruckt vom Flugzeugessen. So,
So, wir sind in L.A., aber ohne Koffer. Koffer kommt erst morgen. Jetzt Lakers Match ohne Kobe Bryant Trikot, unnötig mitgenommen. Super. Yeah. Everybody get your motherfucking roll on. I know shorty and she doesn't want no slow song. Had a man last year, life goes on. Haven't let the thing loose, girl, in so long. You been inside, know you like to lay low. I been peeping what you bringin' to the table. Working hard, girl, everything paid for. First, last phone bill, car, no cable. So, im obersten Geschoss schauen wir mal jetzt das Zimmer an. Also man kommt hier rein. Das ist jetzt mein erster Eindruck, Leute. Toilette. Boah, riesige Dusche, Alter. Schau dir die Betten an. Alter, schau dir den Raum an, wie riesig der ist. Wie bist du deppert? Ich glaube, die Amerikaner sind einfach viel breiter gebaut und so. Und die Aussicht. Scheiß mich an. ESPN gleich gegenüber von uns. So, ich habe jetzt nochmal auf Weitwinkel angemacht. Ich weiß nicht, ob man das so gut erkennt, aber ich kann von der Wand mache ich 3 große Schritte, bis ich beim Bett bin. Und das Bett ist nochmal übertrieben riesig. Alter, einfach Kobe Bryant an der Wand. So, jetzt nochmal erklärt, unsere Koffer sind einfach angekommen oder sowas und die haben die einfach schon weggebracht, obwohl wir noch nicht mal beim Kofferband waren, weil in LA ist es irgendwie so, dass die Kofferbände gleich frei machen und einfach die Mitarbeiter die Koffer schon wegbringen. Und ja, jetzt kommt unser Koffer erst morgen wahrscheinlich beim Hotel an oder halt heute Nacht noch, aber ich habe zum Beispiel jetzt nicht wie beim Bild von Kobe Bryant, habe ich einfach mein Brand-Trikot jetzt einfach nicht da. Ich weiß nicht, ob man das vorher schon gehört hat, ich habe das eh kurz gesagt. Ist halt komplett scheiße. Jetzt muss ich halt in dem, was ich im Flug anhatte, einfach das anlassen. So, jetzt kommt wieder ein Bettsprung. Boah, das ist so weich, das Bett. So, jetzt geht der erste Tag auch schon zu Ende. Erster Vlog jetzt zu Ende, weil das Lakers Match kommt als extra Video, als nächstes Video gleich drauf. Wir haben jetzt auch noch einen Adapter kaufen müssen, weil das Handy sonst nicht aufgeladen werden konnte. Weil die Adapter im Koffer sind und den Koffer kriegen wir erst morgen. Aber ich hoffe, das Video hat euch jetzt gefallen. Ein paar Probleme schon gehabt. Hotel ist aber super und wir machen das Beste draus. Also bis zum nächsten Video. Das nächste gleich, das Lakers Match. Danke fürs Zuschauen. Liken, abonnieren und kommentieren nicht vergessen.